Excusez-moi. Monsieur Michel, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen recht ist. Ich werde alles tun, was ich kann, um zu helfen. Erzählen Sie mir zunächst etwas über sich selbst. Nun gut, wie Sie wissen, ist mein Name Pierre Michel. Ich komme aus Calais. Ich arbeite seit über 15 Jahren für dieses Unternehmen. Merci. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ups. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Können Sie mir bitte eine Liste der Passagiere und Ihre Zimmer zukommen lassen? Bien sûr. Wartet. Wo sind meine zwei Schnuckelchens? Die doppelten Zimmer sind Joanna und Hildegard, Mary und Greta und Edward und Antonio. Wo sind meine Schnuckels? Warte, 102 und 102. Nee, das auch nicht. Wo sind meine Schnuckels? Können Sie mir... Ich drücke mal zu schnell. Rauchen Sie? Durchaus. Rauchen Sie E-Zigarette? No, nur Tabak. Ich würde gerne mit Ihrer Hilfe die Ereignisse der letzten Nacht rekonstruieren. Wann zog sich Monsieur Ratchet zum Schlafen zurück? Fast unmittelbar nach dem Abendessen, Monsieur. Bevor wir Belgrade verlassen haben. War danach jemand in seinem Abteil? Sein Diener, Monsieur Masterman. Und dann sein Sekretär, der junge Amerikaner, Monsieur McQueen. Und das war das letzte Mal, dass Sie ihn gesehen oder von ihm gehört haben? Non, Monsieur. Sie vergessen, dass Monsieur Ratchet gegen 0.40 Uhr nach mir geklingelt hat. Kurz nachdem wir angehalten hatten. Ich klopfte an die Tür, aber er rief mir auf Französisch zu: Ce n'est rien, je me suis trompé. Ich bin dann gegangen, um nach einem anderen Abteil zu sehen, das nach mir geklingelt hatte. Gut verstaut im Kühlschrank. Ja, da bleiben die auch länger frisch. Das ist eine sehr gute Idee gewesen. Wo waren Sie um 1.15 Uhr? Ich saß auf meinem kleinen Sitz am Ende des Wagens und blickte den Korridor entlang. Sind Sie ganz sicher? Ich habe meinen Platz um kurz nach 1 Uhr verlassen, um mit meinem Kollegen Jean im Barwagen über den Schnee zu sprechen. Ich kam später zurück, weil meine Person verlangt wurde. Ich erinnere mich, mit Ihnen gesprochen zu haben. In der Tat, ich erinnere mich. Fahren Sie fort. Es war die amerikanische Dame, Madame Hubbard. Sie dachte, sie hätte einen Mann in ihrem Abteil gesehen. Dann gegen 1.50 Uhr machte ich das Bett für Monsieur Ratchets Sekretär, Monsieur McQueen. Er hatte den Abend im Gespräch mit dem Engländer Captain Arbuthnot verbracht. Um 2 Uhr kehrte ich zu meinem Platz zurück und blieb dort bis zum Morgengrauen. An welcher Station haben wir zuletzt angehalten? Winkowzi. Hätte jemand an Bord kommen können? Buff, das wäre möglich. Ich war sehr beschäftigt. Aufgrund des Wetters haben wir uns ein paar Minuten verspätet. Die Abfahrt erfolgte um 0.10 Uhr. Ich habe einen Knopf von einer Orient-Express-Mitarbeiterjacke gefunden. Haben Sie zufällig einen verloren? Non, Monsieur. Wie Sie sehen können, sind alle meine Knöpfe noch da. Er gehört mir nicht. Danke. Ja, ich meine, merci. Oh, oh. Oh nein. Also. Steckt eine Lawine fest? Nee, warte. Lawine kommt später, ne? Stopp! Mach noch mal. Oh Gott, ich habe noch nicht aufgepasst. Ich weiß doch gar... Also er ist rauchen gegangen.
Warte, der morgige Posten ist auf jeden Fall ganz, ganz hinten. Dann geht er natürlich wieder rein. Zug, Lawine. Nee, der Zug, Lawine muss als erstes sein, oder? Oh. War ja easy, meine ich. Et voilà. Ich habe nur zugehört, das war so. Ja, mache ich dann überhaupt später Inescapable? Hören wir danach auf, wenn die Demo zu Ende war? Aber Inescapable haben wir dann auch nur den Demo-Inhalt. Ich war die ganze Zeit nur am Nachdenken über andere Dinge. Um herauszufinden, wie der Mörder vermeiden konnte, von Monsieur Michel gesehen zu werden. Hier, nicht auf seinem Posten. Ich rekapituliere. Während sich Monsieur Michel zwischen 1 und 2 Uhr morgens mit Monsieur Fouché im Barwagen unterhielt, hätte der Mörder unbemerkt aus dem Zimmer von Ratchet entkommen können. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Die sind alle verdächtig. Basierend auf den mir vorliegenden Informationen ist das eine solide Wahl. Aber eigentlich der Monsieur Michel, ich finde nicht, dass der verdächtig ist. Das sieht vielversprechender aus. Ich würde ihm jetzt erstmal einen Vertrauensvorschuss geben. Ich meine, nur weil er gerade nicht verdächtig ist, heißt es ja nicht, dass er also nicht der Mörderer ist, nicht wahr? Also es gibt ja auch unverdächtige Mörderer. So. Dann gehen wir jetzt zu meinen Kumpels. Wo wohnen die nochmal? Hier? Nein? Hier? Auch nicht? Nee? Hier. Hallo! Monsieur Edward Mastermann, richtig? Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Ich kann kaum sprechen. Ich habe schreckliche Zahnschmerzen. Wir haben einen Arzt an Bord. Gummibärchen? Vielleicht, Ich brauche bei Zahnschmerzen. Ich verwende ätherische Öle. Wenn Sie das Fläschchen mit Nelkenöl in meiner Kiste finden könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Bon. Wenn Sie darauf bestehen, werde ich Ihnen helfen. Oh nein. Dem Geruch nach zu urteilen, denke ich, dass das Jojobaöl auf die anderen Flaschen ausgelaufen ist. Und war's dies deren Etiketten unleserlich gemacht. Ich glaube, es war rot, oder? Ich muss einen anderen Weg finden, um herauszubekommen, welches Fläschchen Mastermanns Zahnschmerzmittel enthält. Die Waage ist in Jojobaöl getränkt. Sie ist unbrauchbar. Ah, diese alte Waage eignet sich perfekt. So, ändert ja eh nichts. Wir müssen ja so oder so. Um zu beginnen, muss ich zunächst die Fläschchen vom leichtesten zum schwersten sortieren. Jetzt, wo ich die Reihenfolge kenne, kann ich wohl leicht erraten, welche das Nelkenöl enthält. Warte mal, ich hab doch... Ich hab gerade nur gewusst, dass Blau und Gelb dastehen müssen. Die anderen drei, keine Ahnung, wo die stehen mussten. Naja, gut. Also warte, 5, 2, also die Lavendel müssen da mit den 2, also mit den... Und dann müssen die, also dann müssen die... Ah, dann muss das ja... Warte, nee, dann muss... Gelb. Ja, gelb. Hä? Ich glaube nicht, dass... Hier ist das Schmerzmittel von Monsieur Mastermann. Ich weiß gerade nicht mehr, warum, aber gut. Hier ist Ihr Schmerzmittel. 18 ist einmal ausgelaufen. Es muss nur das vorletzte... Vielen Dank, Sir. Das zweitschwerste gewesen sein müssen, aber war es nicht.
Das war das drittschwerste. Ich bin verwirrt. Nun, egal. Endlich kann ich ohne allzu große Schmerzen sprechen. Ich bin bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Sie sind der Diener von Monsieur Ratchet? Ja, Sir. Das ist richtig. Wurde Ihnen gesagt, dass Ihr Arbeitgeber ermordet wurde? Ja, Sir. Ein sehr schockierender Vorfall. Was war der nochmal? Auch Amerikaner, ne? Die sind zu 90% da amerikanisch. Einfach. Um welche Uhrzeit haben Sie Monsieur Ratchet zuletzt gesehen? Es muss gegen 21 Uhr gewesen sein, Sir. Oder kurz danach. Ich bin gegen 22.30 Uhr ins Bett gegangen. Genau wie mein Zimmerpartner, Mr. Foscarelli. Er begann praktisch sofort damit zu schnarchen. Was haben Sie dann getan? Ich habe gelesen, Sir. Und ich habe eine Weile damit verbracht, meine Zahnschmerzen mit Nelkenöl zu lindern und dem Schnarchen zu lauschen. Haben Sie in der Nacht irgendetwas gehört? Ja, das Schnarchen meines Zimmerpartners. Rauchen Sie? Ja, Sir. Ich rauche ab und zu eine Zigarette, um mich zu entspannen. Erzählen Sie mir von Ihrem Arbeitgeber, Monsieur Ratchet. Ich arbeite seit 9 Monaten für ihn. Man soll ja nicht schlecht über Tote sprechen, aber er war... Der hat so dreckige Finger, kein ne? Gentleman, Sir. Wussten Sie, dass hat er so viel Feinde Dreck hier hatte? Dazwischen. Ja, Sir. Ich habe gehört, wie er mit Mr. McQueen über Drohbriefe gesprochen hat, Sir. Hat er Ihnen gegenüber diese Briefe erwähnt? Er las gerade einen Brief, als ich hereinkam. Er fragte mich, ob ich derjenige sei, der Ihnen sein Abteil gelegt habe. Ich sagte ihm, dass ich nichts dergleichen getan hätte und er es der Polizei an der nächsten Station melden solle. Wie hat er reagiert? Er hat nur gelacht, Sir. Oh, Sie scherzen. Ich scherze nie, Sir. Verzeihen Sie mir, natürlich nicht. Hat er Schlaftabletten genommen? Wie immer auf Zugreisen, Sir. Er sagte, er könne sonst nicht schlafen. Gestern Abend bat er mich, ihm 2 zu geben. Das habe ich gemacht, zusammen mit einem Glas Wasser. Er hat sie im Wasser aufgelöst. Haben Sie ihn das Wasser trinken sehen? Nein, Sir. Ich bin sofort gegangen, nachdem ich ihm die Tabletten gegeben hatte. Hat Monsieur Ratchet geraucht? Nein. Er verabscheut Raucher. Können Sie mir noch einmal sagen, warum Sie Monsieur Ratchet Schlaftabletten gegeben haben? Ja, ich habe ihm die Tabletten gegeben, weil er sonst bei Zugfahrten nicht schlafen kann. Ihm der Brief Sorgen bereitet haben muss. Er mich ausdrücklich gebeten hat, die Schlaftabletten vorzubereiten. Ich habe nicht gesehen, wie er das Wasser mit den Schlaftabletten betrunken hat. Oh, okay. Er lügt und ich werde es beweisen. Oh. Monsieur, ich glaube, Sie sagen mir nicht die Wahrheit. Was? Wie können Sie sowas sagen? Er hat Drohbriefe erhalten. Einen, so scheint es, gestern Abend. Wussten Sie, dass er eine Waffe unter seinem Kopfkissen hatte? Und sogar um meine Hilfe gebeten hat, um ihn zu bewachen. Ich finde es seltsam, dass er Sie um Schlaftabletten bat. Wenn er doch um sein Leben gefürchtet hat und bereit war, sich zu verteidigen. Ich weiß es nicht. Vielleicht um seine Nerven zu beruhigen. Oh, bitte vielleicht aufzureden. Aus Gewohnheit. Das ergibt keinen Sinn. Warten Sie. Kann es nicht sein, dass Mr. Ratchet ihn gebeten hat, die Tabletten zwar vorzubereiten, aber aus irgendeinem Grund nicht vorhatte, sie zu nehmen? Das ist möglich. Aber ich habe eine gewisse Menschenkenntnis, Monsieur. Und der Monsieur Ratchet, den Sie beschreiben, ist nicht der Mann, den ich getroffen habe. Wenn Sie mich entschuldigen würden, meine Zahnschmerzen werden wieder schlimmer. Ich fürchte, dieses Mal müssen Sie Ihr eigenes Nelkenöl zubereiten. Oh, oh, also das ist ja, also beim ersten Mal war es ja schon schlimm genug, aber boah, jetzt wo man den Text auch noch einigermaßen kennt, weil man das ja erst, also vor ein paar Tagen gespielt, Alter, oh. Oh. Gott. Ich hoffe, er stirbt. Als nächstes, falls jemand als nächstes stirbt. Gehe ich recht in der Annahme, mit Monsieur Hector McQueen zu sprechen? Schuldig im Sinne der Anklage. Jo. Wie bitte? Oh, Entschuldigung. Nur eine Redewendung. Mein Vater hat das immer gesagt. Sie müssen eine interessante Kindheit gehabt haben.
Mein Name ist Hercule Poirot. Kein Grund für Bescheidenheit. Sie sind Detektiv. Und Sie der Sekretär von Monsieur Ratchet? Ich bin der Sekretär von Mr. Ratchet. Seit etwas mehr als einem Jahr. Ich kümmere mich hauptsächlich darum, bestimmte Texte für ihn zu übersetzen. Mr. Ratchet spricht nur Englisch. Vielleicht möchten Sie sie... Sie sind der Sekretär von Mr. Ratchet. Ich bin der Sekretär von Mr. Ratchet. Hä? Ich für die nächste Nachricht besser einsetzen. Ihr Arbeitgeber... Monsieur Ratchet ist tot. Dann haben Sie ihn also doch erwischt. Was meinen Sie damit? Sie nehmen an, dass er ermordet wurde? Ich weiß, dass er Feinde hatte. Also vor allem hat er das auch so gewordet, so betont, als wäre... Ich bin der Sekretär von Mr. Ratchet. So, wer sind Sie? Ich bin der Sekretär von Mr. Ratchet. Und nicht so, ja, ich bin... Genau der bin ich. Ich bin der Sekretär. Sondern... Was können Sie mir über Monsieur Ratchet erzählen? Er war Amerikaner und Antiquitätenhändler. Viel mehr weiß ich nicht. Mr. Ratchet hat nie über sich selbst oder sein Leben gesprochen. Aber ich glaube, Ratchet war nicht sein richtiger Name. Und er verließ die Staaten, um vor etwas oder jemandem wegzulaufen. Ah ja? Er bekam Briefe. Drohbriefe. Haben Sie die noch? Einen habe ich noch. Wussten Sie, dass Monsieur Ratchet mich um Hilfe gebeten hat? Er hat Sie gefragt? Nein, das wusste ich nicht. Er wusste, dass er in Gefahr war. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gestern Abend gegen 10, würde ich sagen. Mochten Sie Ihren Arbeitgeber, Monsieur McQueen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin mir sicher, dass er ein grausamer und gefährlicher Mann war. Ich finde, also der von dem Gelbpulli, der Synchronsprecher, der klingt so unsynchronsprecherig. Weil, also der sagt nicht, die Tatnacht. So, der betont nicht so über wie andere Synchronsprecher immer, sondern die Tatnacht. Nee, ich bin nicht weggelaufen. Also der weiß ich nicht, also ob das bewusst gemacht ist oder... Mal gucken. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Ich bin zurück in mein Abteil gegangen und habe dort ein bisschen gelesen. In Belgrad bin ich dann zum Rauchen auf den Bahnsteig gegangen, aber es war verdammt kalt. Der nuschelt so. Deshalb bin ich schnell wieder reingegangen. Dann habe ich Mr. Ratchets Abteil aufgesucht, um ein Diktat für ihn aufzunehmen. Gegen 10 Uhr habe ich das Abteil verlassen. Ich bin Captain Arbuthnot über den Weg gelaufen, woraufhin wir uns in meinem Abteil unterhalten haben. Dann sind wir auf den Bahnsteig gegangen, um uns in Winkowski schnell die Beine zu vertreten. Er ist gegen 2 Uhr gegangen. Vielen Dank. Ich werde Monsieur McQueens Geschichte mit Captain Arbuthnot abgleichen müssen. Arbuthnot? Ich habe im Tresor von Monsieur Ratchet ein Tagebuch gefunden. Wussten Sie davon? Ich habe einen geschäftlichen Terminkalender geführt, aber ich weiß, dass er auch ein persönliches Tagebuch hatte. Das da könnte es durchaus sein. Er redet so menschlich. So normalmenschlich, nicht so... gestochen. Wisst ihr, was ich meine? Rauchen Sie? Ja, Zigaretten sind mein Laster. Ich habe versucht, damit aufzuhören. Ja, was hat denn jetzt dein LKW damit zu tun? Könnten Sie mir diesen Brief bitte geben? Natürlich, bitte. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Hat Monsieur Ratchet geraucht? Nein, er hat den Geruch gehasst. Tschö. So, hier. Ratchet spricht mit Monsieur Michel. Wähle zwei Elemente von Interesse aus. Er begegnet mit Monsieur Michel am Mordabend, nicht Morgenabend. Er hat Französisch gesprochen, spricht aber nur Englisch. So, er hat ihn auf Französisch geantwortet, was gar keinen Sinn macht, weil das war der Mördermann. Der Mörder könnte sich als Ratchet ausgegeben haben, indem er nach Monsieur Michel rief, um den Anschein zu erwecken, dass Ratchet um 0.37 Uhr noch am Leben war. Et voilà. Ratchet
Ratchet nimmt Schlaftabletten. Der Mörder betritt das Zimmer von Ratchet. Er tötet ihn mit der Schusswaffe und versteckt sie unter seinem Kopfkissen. Er lässt die Tat wie ein Mord im Affekt aussehen, der mit einem Messer begangen wurde. Er wartet, bis Monsieur Michel eine Pause macht, um das Zimmer zu verlassen. Ratchet nimmt Schlaftabletten. Der Mörder betritt das Zimmer von Ratchet. Er sticht mit einem Messer auf ihn ein. Er ruft nach Monsieur Michel, um ihn glauben zu lassen, dass Ratchet noch am Leben ist. Er öffnet das Fenster, um zu entkommen, aber der Zug steckt im Schnee fest. Er wartet darauf, dass Monsieur Michel eine Pause macht, um das Zimmer zu verlassen. Ratchet nimmt Schlaftabletten. Der Mörder betritt das Zimmer von Ratchet. Er sticht mit einem Messer auf ihn ein. Er ruft nach Monsieur Michel, um ihn glauben zu lassen, dass Ratchet noch am Leben ist. Er öffnet das Fenster und entkommt. Die zwei. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Haben wir noch was anderes? Nee, jetzt, ne? Achso. Die sind alle verdächtig. Das sieht vielversprechend aus. Die sind alle verdächtig. Durchweg alle. Basierend auf den mir vorliegenden Informationen ist das eine solide Wahl. Und muss ich noch was machen? Oh mein Gott. Was ist das? Ah, er startet Bug-Bericht, natürlich. Bug! Sambuka! Den ganzen Zug an. Ja. Ich meine, das macht schon Sinn, weil wenn wir alle einsperren, dann ist auf jeden Fall der Mördermann dabei. Wo ist der im Bug? Ist der schon wieder am Essen? Der ist schon wieder am Essen, richtig? Wehe, der ist am Essen ohne mich. Er ist am Essen! Alors, mon ami, haben Sie den Mörder gefunden? Noch nicht, aber lassen Sie mich Ihnen berichten, was ich in Erfahrung bringen konnte. Legen Sie los! Unser Attentäter könnte in Winkowzi als Schaffner verkleidet in den Zug gestiegen sein, Ratchets Zimmer betreten und ihn getötet haben. Dann verließ er das Zimmer durch die Verbindungstür zu Madame Hubards Raum, wo er einen Knopf von seiner Schaffnerjacke verlor. Er musste warten, bis Monsieur Michel den Raum verließ. Er hat zu lange gewartet. Der Zug hatte den Bahnhof bereits verlassen. Ah, er war an Bord gefangen. In der Tat. Er hatte das Fenster geöffnet, damit es so aussah, als wäre er auf diese Weise entkommen. Hätte er jedoch gewartet, bis der Zug wegen des Schnees wieder anhielt, hätte man seine Fußspuren gefunden. Der Mörder ist unter uns. An Bord des Zuges. Es gibt ein Problem mit den Toiletten in der zweiten Klasse. Oh, was denn noch? Den ganzen Morgen über haben sich die Passagiere beschwert, dass die Tür verschlossen ist. Also ging ich nachsehen. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Ich dachte, ich sollte sie nicht öffnen, ohne vorher mit ihnen zu sprechen. Das war die richtige Entscheidung, Monsieur Michel. Gehen Sie voran. Schlaf gut, Ellie. Träum was Schönes. Ich werde meinen Generalschlüssel benutzen. Wetten, im Kühlschrank ist das immer nur so eng, wenn er mitfährt. Wetten, es ist jetzt schon wieder nicht mehr so eng? Aber wer ist sie? Lebt sie noch? Sie atmet noch. Wenn sie also nicht tot ist, ist sie dann nicht unsere Mörderin? Das, mon ami, ist es, was wir herausfinden müssen. Auf dem Ticket steht Joanna Locke. Sie reist in Abteil 105. Madame, können Sie mich hören? Sie atmet. Ihr Puls ist stark. Es gibt keine Anzeichen von körperlicher Gewalt. Diese Frau schläft, und zwar sehr tief und fest. Diese Frau schläft tief und fest. Angesichts ihrer Lage würde ich sagen, dass sie betäubt und ihr hergebracht wurde. Immerhin kein weiterer Mord in meinem Zug.
Der Zug ist tatsächlich voll besetzt. Monsieur, auf der Liste, die ich Ihnen gegeben habe, steht, dass Hildegard Schmidt das Abteil mit ihr teilt. Ich werde später mit ihr sprechen. Konzentrieren wir uns erst einmal auf diese geheimnisvolle junge Dame. Bringen wir sie in ihr bequemes Bett zurück. Gute Idee. Pierre, finden Sie das Zimmer dieser Frau und holen Sie den Arzt. Oui, Monsieur. Also ich habe mal geguckt. Wir sollten heute Inescapable vielleicht nicht mehr anfangen. Weil die Demo hat 2 Stunden gedauert. Über 2 Stunden. Ich glaube, da machen wir dann lieber ein bisschen Mord im Orient Express weiter, oder? Weil, also, ich würde Inescapable ungern spielen, ohne dass wir also die Demo durchschaffen und vielleicht wenigstens ein bisschen was Neues schaffen. Wisst ihr? Ich werde Sie befragen, wenn sie aufgewacht ist. Bitte, lassen Sie mich wissen, was Sie in Erfahrung bringen. Ich werde... Na, bitte. Das Abteil von Madame Locke hat die Nummer 105. Ich schlage vor, dass wir sie in ihr bequemes Bett zurückbringen. Ui, hoffentlich wacht sie bald auf. Ja. Ja, dann lieber hier noch was Neues entdecken nach der Demo. Dann wissen wir auch, was sie da macht. Weil wir müssten ja jetzt gleich in ihre Ermittlungsdings gehen. Und da sind wir ja, glaube ich, alle einigermaßen gespannt, was da passiert. Eine Tasse Tee mit weißen Rückständen am Boden. Am Boden. Also ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir nicht 3 verschiedene Spiele innerhalb von 2 Tagen anfangen. Weil morgen kommt ja Slay the Princess. Da denken wir auf jeden Fall vereinbart. Achso, warte mal. Hier, mach mal. Eine Aktentasche und die Jacke eines Schlafwagenschaffners. Ne, die Mördererin. Fehlt. Ach so, oh ja, oh no, oh, ja, in, oh Gott, ich erinnere mich. Wir wissen jetzt, wie wir die Problematik lösen. Bitte beruhigt euch. Aber Sie wissen natürlich, was Sie tun. Er ist doch nicht mit einer Sprengfalle versehen, oder? Wir müssen unbedingt die Kombination herausfinden. Haben Sie es schon mit 1, 2, 3, 4 probiert? Und, Poirot, hatten Sie schon Glück? Ich erlöse euch heute. Buck, seien Sie bitte still wie ein Mäuschen. Es tut mir leid, Sie haben recht. Ich bin ab sofort... Mucks, Mäuschen, still. Sie müssen sich konzentrieren. Ich werde kein weiteres Wort sagen. Kein einziges. Buck, gleich wird es einen weiteren Mord im Orient Express geben. Geben. Was ist eine Mucksmaus? Das ist eine ganz süße. Das ist sowas wie Annie. Also die aus Inescapable. Das hat aber auch lang gedauert jetzt. Die 4 war's. Hat die 9. Da ist es doch. Ja, Cyberpunk ist bald durch. Also ich habe mal nachgeguckt, wo ich ungefähr bin. So 3/4 müsste ich sein. Ich habe gestern einiges geschafft. Obwohl ich gar nicht so lange. Ich habe 2 Stunden aufgenommen, aber es war einiges. Das Stofftier ist dasselbe wie auf dem Foto, das am Tatort gefunden wurde. Ha, was für ein Zufall. Mademoiselle Locke scheint gegen Monsieur Ratchet ermittelt zu haben. Abön. Nee, also zum Beispiel Pikachu im Stream finde ich weniger notwendig als Master Detective Archives Raincoat. Also das fände ich hätte im Stream mehr, also einen größeren Mehrwert als Pikachu.
Tani! Ihr Führerschein bestätigt ihre Identität. Sie ist Amerikanerin. Das sind gefälschte Ausweise. Da bin ich mir sicher. Jetzt habe ich dann auch eine ganze Fischung gespielt. Pro hat er, richtig. Ich weiß halt, wie man das macht. Diese Marke zeigt, dass Joanna Locke, eine amerikanische Ermittlerin der Polizei Berkshire im Bundesstaat Massachusetts ist. Eine amerikanische Ermittlerin? Oh. Also die nächsten Folgen Cyberpunk werden, also. Sie hat eine Pistole. Kommen Sie schon, Poirot. Kriminelle sind oft dafür bekannt, eine zu tragen. Reggie wurde erstochen, nicht erschossen. Aber warum würde jemand eine mit an Bord nehmen? Er war plötzlich in meinem Großhirn, Kleinhirn, Mittelhirn. In meinem Seepferdchen war er. Mademoiselle Locke scheint sich sehr für unser Opfer zu interessieren. Ja, natürlich. Sie hat ihr Ziel bestens studiert. Möglich. Da, sehen Sie. Nein! Sie warte auf. Dank Ihnen würde es mich nicht wundern, wenn auch unser Mordopfer aufwachen würde. Ich, quoi? Guten Morgen, Dornröschen. Ach, mein Kopf. Was soll das ganze Geschrei? Muss ich ihn fragen. Wer sind Sie? Nennen Sie mir einen guten Grund, warum wir Sie nicht sofort in Anschellen legen sollten. Ich kann Ihnen einen Grund nennen, Bug. Wessen Anschellen werden wir benutzen? Ich aber keine. Und Sie? Sind Sie Joanna Locke, Mademoiselle? Ja, Joanna Locke. Ich bin Ermittlerin. Polizei Berkshire, Massachusetts. Ich habe Ihre Marke gefunden, Mademoiselle. Und ich weiß auch, wer Sie sind, Mr. Poirot. Wenn wir nun die Vorstellungsrunde beendet haben, können Sie vielleicht mit den Erklärungen beginnen. Ich werde es versuchen. Es ist ganz einfach. Ich bin einem Mörder auf der Spur. Oh. Das stand nicht im Buch. Schließe Kapitel 2 ab.